gegen den Startwagen, stößt sich ein wenig den Kopf. Johnny Tucker konnte das Pferd nicht beruhigen. Mal sehen, wie das jetzt hier am Start losgeht. 100 Meter sind es noch bis zur Marke. Und der Start ist erfolgt. Fehler der 1 am Hurapit springt an der Innenkante ab und weg vor allem. Die 7, Avalon Spider kämpft um die Führung. Conny Lugauer von ganz außen, von fast ganz außen. Fehler der 8, die 8 springt auch weg. Orion ist hin und Avalon Spider ist vorn. Die 1 ist außer Rand und Band. Johnny Tucker hat Probleme, das Feld da im Feld auszuparieren. Jetzt trabt die 1 wieder. Uiuiui, die 7 ist von Avalon Spider, das hätte ich nicht gedacht, dahinter die 2 Nero de Gloria in der Überseite, jetzt hat Avalon Spider eine reelle Siegchance. Dritte Position, die 4, Nadia Kronos, meine ich jedenfalls, es ist aber die 6, es ist Manhattan Sassy, Manhattan Sassy, dahinter die 4 natürlich, Nadia Kronos, so geht's bei höllischer Fahrt durch die Überseite. Der Supersprint, 1140 Meter und die letzten 500 Meter laufen. Avalon Spider, Avalon Spider ist vorn, dahinter die 2, Nero, Gloria, dann die 6, Manhattan Sassy wird jetzt nach außen genommen. Genauso wie Nero de Gloria. An der letzten Ecke, eine Länge Vorsprung für Avalon Spider, kann das reichen für Conny Lugauer? Die 2, Nero de Gloria, dahinter wird herausgenommen, aber das sieht saustark aus. Avalon Spider, Conny Lugauer, das sieht riesig aus und er verliert nicht. Die 7, Avalon Spider, neunjähriger Hengst, Conny Lugauer gewinnt mit ihm. Vor der 2, Nero de Gloria und dritter die 6, Manhattan Sassy. Avalon Spider, die 7 gewinnt, vor der 2 und dann die 6.